sage ich jedes Mal, nicht eine Sekunde in meinem Leben habe ich jemals einen Zweifel daran gehabt, dass das nicht gehen könnte, dass das nicht funktionieren kann. Nämlich aus dem Grund, weil es überhaupt keine Alternative gibt. Es gibt überhaupt nichts anderes, wo ich sage, das würde ich lieber machen oder das käme jetzt noch in Frage. Ein guter Freund der Eltern, der war Lehrer und hat eben diesen Schulversuch gestartet. Im Fichtriger Gymnasium hat er einen neuen Zweig kreiert, der dann den Schwerpunkt bildnerische Erziehung hat. Und das haben meine Eltern mitgekriegt und dort haben sie mir dann reingegeben. Und das war eigentlich eine super Ausbildung, diese Schule. Weil man da wirklich viel gelernt hat, was Technik anbelangt und Kunstverständnis auch vor allem. Nein, ich bin wirklich kein Lehrer. Dafür bin ich viel zu egoistisch, dass ich das dann mache. Da verwende ich diese Zeit lieber für mich. Ja. Bin ich lieber Künstler als Lehrer. Nein, ich bin sofort dann raus und habe natürlich irgendwie verschiedenste Länder bereist. Ich habe dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern in meinem eigenen Atelier, ganz ein kleines Atelier. Also man kann gar nicht Atelier sagen, sondern das war mehr so ein Raum ohne Wasser, nur Kaltwasser im Keller unten. Und das ist eh ganz witzig, das war 2 Jahre lang, habe ich dann in diesem kleinen Atelier gewohnt. Und das war immer so, dass das, weil es keine Dusche gegeben hat, habe ich einen schwarzen Duschkanister auf die Südseite gehängt. Und der Tag hat sich der dann angewärmt, am Abend, wie es dunkel war, habe ich den dann auf die Dachrinne gehängt und so habe ich dann geduscht. Manchmal haben die Nachbarn ein bisschen komisch geschaut. Vor allem im Winter, ja, da war es dann etwas schwieriger. Da habe ich dann, glaube ich, gar nicht geduscht. Ich glaube, ich habe gestunken, ja, das wird wohl so sein. Im Grunde ist dann schon auch irgendwo jeder Künstler, ein gewisser Lebenskünstler auch. Das ist einfach für den Input wichtig, einfach etwas anderes zu sehen. Weil wer immer am gleichen Ort bleibt, verändert sich nicht. Ich bin auch nach Wien, ich bin auf die Akademie und bin nach 3 Wochen wieder abgehauen. Ich habe gesagt, ich halte das da nicht aus, weil das absolut nicht meins war. Das war das Arbeitsklima nicht meins, es war mehr ein Saufen und alles andere als wirklich, würde ich sagen, konzentriertes Arbeiten. Eigentlich recht früh angefangen auszustellen, weil ja von Anfang an für mich wichtig war, dass ich nur das mache. Und wenn man nur das machen, nur malen will, muss man auch irgendwo einmal was verkaufen, weil sonst wird es nicht gehen. War nicht so viel, aber war doch so viel, dass ich davon leben habe können, ja, und überleben. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich etwas kann, das ist mit ganz, ganz wenig Geld zu leben. Also in der Sicht bin ich ein absoluter Minimalist. Ja. Vielleicht jetzt nicht mehr so, aber damals war das schon extrem, ja. Also mit absolut auf Minimum zu leben, vom Geld her. Es war ein super Start. Also die Hilfe vom Elternhaus war sehr wichtig, war auch gut, um in einem gewissen Netzwerk, ist das richtige Wort, ja, ein gewisses Netzwerk da anzudocken. Man muss aber sagen, dass das, als Künstler ist man nie alleine. Man ist immer eingebettet in ein System. Wenn man mehr will als ein lokaler Künstler bleiben, braucht man sowas. Vor allem geht es auch dann darum, wegzukommen von der Sohn vom, nämlich hin zum eigenständigen Künstler. Das Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall in der Malerei, also in der Ölmalerei. Und die Grafik, da entstehen im Jahr 2, 3 Auflagen, je nachdem, was für Projekte gerade sind. Das ist fast dann ein Monat circa, bis so eine Edition dann fertig ist mit allem drum und dran. Trotzdem ist der Kern meiner Arbeit ist auf jeden Fall die Malerei, ja. Weil es direkter ist, weil es einfach spontaner geht, weil man schneller umdisponieren kann. Das geht in der Grafik nicht. Und das ist ja das Spannende dran. Ja. Und kann man da sehr, sehr schnell eingreifen. Also ich kann ja ein fast schon fertiges Bild, wo schon recht viel um ist, mit einem Wischer, ist das alles wieder gelb oder weiß oder schwarz oder was auch immer. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich ins Atelier gehe und jeden Tag von Null anfange. Jedes Bild ist ein Bild, aber das hat 25 Jahre Geschichte hinter sich. Das ist ja wie bei einem Schriftsteller, der gewisse Sprache hat, in der er schreibt. Die Geschichten sind immer neu, aber die Sprache, die hat er.
Also der erfindet nicht bei jedem Buch eine neue Sprache. Es sind ja auch alle Bilder zusammen eine Geschichte. Deshalb auch diese Kontinuität in der Malerei. Ein Haus zu bauen ist ja grundsätzlich eine ganz Basic-Sache. Das hat ja fast jeder Mensch in sich, sich das, den Wohnraum zu schaffen. Und deswegen habe ich das auch dann so umgesetzt. Das interessiert mich heute auch noch. Ich will gar kein Haus mehr bauen, aber hier und da setze ich mich trotzdem hin und zeichne irgendwas. Dieses Dreidimensionale hat schon auch auf jeden Fall eine Faszination. Ja. Lange hat mir das nicht interessiert, jetzt ist es soweit. Ja. Also es gibt schon kleine Modelle und Konzepte und naja, eine neue Welt auch. Ja. Aber dockt an meine Welt an. Also die Skulpturen entspringen dem Bildfundus von mir. Also es sind wirkliche Klaus Brandner Skulpturen, die dann auch als solches erkennbar sind. Ja. Also solange ich das Bild mal, ist es bei mir, ist es meins. Da ist es natürlich in meiner Welt, wenn es dann beendet ist und irgendwo ausgestellt wird, kann damit dann jeder anfangen, was er will. Wichtig ist, dass der Betrachter irgendwie was spürt drinnen, was ihn selbst vielleicht berührt, seine eigene Geschichte. Also das Schlimmste ist ein langweiliges Bild. Das würde ich sofort verbrennen. Ich fühle mich fast wie ein Simultan-Schachspieler, der immer mindestens gegen 20, 30 Gegnern arbeitet, wobei jetzt die Bilder jetzt natürlich nicht Gegner sind. Aber die Arbeitsweise ist so, dass ich da ganz, ganz viele Bilder um mich habe, die nicht fertig sind, die gerade im Entstehen sind. Manchmal ist es ganz am Anfang, manchmal ist schon etwas drauf, manchmal sind es schon fast fertige Sachen. Und die stehen im Atelier herum und werden dann im Laufe der Zeit früher oder später dann beendet. Aber meine Bilder sind meine Kinder, ja, auf jeden Fall. Die kriegen dann auch immer Titel zum Schluss. Sitzen wir dann mit den Kindern oder Freunden vor dem Bild und überlegen uns einen ganzen Abend einen Titel und es fällt uns immer noch keiner ein. Und am Morgen stehe ich dann auf und beim Frühstück fällt er mir dann ein. Wenn ich die Unterschrift drauf setze, ist es dann für mich auch beendet. Ja. In den meisten Fällen ist es so. Gibt es auch Sachen, die kommen von Galerien zurück und dann werden es nochmal übermalt. Gibt es auch ein paar Bilder, die sind schon in Katalogen und Büchern drinnen, werden dann wieder übermalt. Irgendwo ist meine Arbeit schon auch gewissermaßen zeitlos, würde ich sagen. Ja. Wobei ganz zeitlos gibt es überhaupt nichts, weil ich befinde mich nun mal im 21. Jahrhundert und lebe diese 80 Jahre und bin geprägt von Kultur und auch von Geschichte und von österreichischer Geschichte und österreichischer Malerei. Also ganz zeitlos ist ja keiner. Und ich sehe das eher so, dass das einfach der Einfluss von anderen Künstlern auf einen eher, das sind eher die Wurzeln, die man dann hat, aus denen heraus etwas entstehen kann, was Neues. Vielleicht sogar ein ganz großer Baum, nicht nur ein Strauch. Das wäre dann schon schön. Wenn ich in der Früh die Augen aufmache, beginnt eigentlich die Arbeit, die für mich nicht wirklich Arbeit ist. Aber es gehört zusammen. Und das ist genauso. Also es gibt keine Minute, wo ich jetzt Künstler bin oder Privatperson, sondern es verschmelzt immer. Das Wohnhaus und das Atelier war immer eins oder halt ganz nahe benannt. Dann da laufe ich rüber und mache um 12 Uhr Mitternacht noch irgendwo einen Punkt oder einen Strich. Also es verschmilzt alles, Leben und Arbeiten. Aber das war immer schon so. Das war für mich eigentlich immer unzertrennlich. Ja. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann mehr von meinen Sachen sehen am 23. Mai ab 18 Uhr in der Galerie Immobilien am Fleischmarkt im 1. Bezirk in Wien. Galerie Immobilien. Das heißt so.